Heute basteln wir eine Sternentischkarte. Ich habe hier schon mal einen Stern ausgeschnitten. Dann haben wir hier Tonpapier in verschiedenen Farben. Ich dachte, ich nehme die Farbe Grün. Ich werde den Tisch auch grün dekorieren. Ihr braucht dafür auch noch ein paar Perlen. Hier habe ich grüne und weiße und lila-grün. Die werde ich dann nehmen zum Dekorieren vom Stern. So, wir nehmen den Stern auf das Papier, pauschen es einmal ab und schneiden es aus. Davon macht ihr dann mehrere, wie viele Personen ihr eingeladen habt. Und in die Mitte schreiben wir dann den Namen der Person. So, dann haben wir einmal den Stern abgezeichnet. Dann schneiden wir unser Tonpapier aus. Ihr braucht dann auch noch Bastelkleber und einen schönen Stift, wo ihr dann den Namen in die Mitte schreibt. So, mal den Stern ausgeschnitten. Ich habe hier Bastelkleber. Da streiche ich einmal so an die Ecken mein Kleber. Nehme mal eine Unterlage. Einmal die Spitzen so und dann nehmt ihr die Perlen, die ihr habt, schmeißt sie bunter drauf. Ihr könnt auch ein bisschen mehr Kleber nehmen, damit sie nicht gleich runterfallen. So seht ihr, das hält. Und das macht ihr jetzt mit jeder Ecke, Spitze sozusagen. Dann das Ganze schön trocknen lassen.
oder habt ihr euren Stern fertig. In die Mitte schreiben wir dann noch den Namen mit einem schönen Stift. Ich schreibe das einmal vor. Und dann könnt ihr einen schönen Glanzstift nehmen, Silber oder Gold, passend zu den Farben. Und habt eine schöne Sternentischkarte.